So, hallo und willkommen zurück. Die nächste Folge ist am Start mit unserem Großreich Skandinavien. So, und wir hatten unser Augenmerk hier auf Britannien gelegt. Das haben wir auch fast erobert. Hier müssen wir jetzt die Friedensverträge abwarten mit Wales und mit Friesland. Und dann können wir auch noch den Rest erobern. Ich denke, das machen wir noch in der Amtszeit von ihm hier. Wir müssten eigentlich auch gegen Franzien gehen, weil wir diese zwei hier noch möchten. Aber gut, die können wir im Moment wahrscheinlich nicht erobern. Da möchte ich auch nicht eingreifen. Denn wir müssen uns erstmal um unseren Haushalt kümmern. Wir verdienen zu wenig und da liegt jetzt wahrscheinlich die nächsten Jahre der Schwerpunkt. Ich denke auch, dass unser König hier nicht mehr Britannien gründen wird, weil wir einfach das Geld nicht mehr zusammenbekommen. Aber wir werden zusehen, dass wir halt einfach die monatlichen Einnahmen jetzt erhöhen. Und zwar in den Besitztümern, die wir haben. Das sind die hier drüben und hier unten. Und ich denke, hier können wir gut erhöhen, wenn hier endlich mal die Kultur und der Glaube vielleicht geändert wurden. Ich denke, da sollten wir uns drauf konzentrieren. Also fangen wir mal an, hier die Kultur zu ändern. Hier verdienen wir am meisten in Dover, dann starten wir damit. Okay, ansonsten wird das wahrscheinlich eher eine ruhige Folge, was die Kriege betrifft, außer uns wird der Krieg erklärt, so dass wir einfach jetzt schauen, dass wir Kohle reinbekommen. Ist das Wichtigste, glaube ich, gerade. Britannia hat ja auch noch ein kleines Besitztum, aber macht gerade nichts. Ja, hier kommen die Champions rein, das bringt uns aber gerade auch nichts. Mit Tjörbjörn, das ist unser Sohnemann, ne? Genau, der Erbe. Könnten wir auch hier ändern, Steuern hoch, die Meinung dafür runter. Ich glaube, bei meinem Sohn mache ich das nicht. So, wir haben auch neun Titel, die noch geschaffen werden können. Das müssen wir auch abwarten hier. Zwei Königreiche. Pommern können wir auch gründen jetzt. Ah, interessant. Ja, da haben wir auch den Großteil. Sehr schön. Gut, das lasse ich, glaube ich, hier. Und zwar aus einem ganz einfachen Grund. Wenn wir jetzt schauen, dass wir Kohle zusammenbekommen, kann das unser Sohn machen und bekommen dadurch viel, viel Prestige. Prestige ist gut. Die Ruhmstufe ist natürlich mega. Und die Meinung geht dadurch hoch. Und wenn er natürlich jetzt an die Macht kommt, denke ich mal, werden viele nicht so happy sein. Gerade die Vasallen, die werden schon ein bisschen ziegig sein am Anfang, wenn wir an die Macht kommen. Und daher heben wir uns das auf, dann diese Titel zum Gründen. So. Nachbar der Herrscher hat den Krieg verloren. Dieses Königreich Novgorod hier drüben ist stark. Also das ist auch echt ein krasser Nachbar. Aber gut, wir bauen uns wieder auf 15.000 auf. Das dauert noch ein wenig. Aber ich denke, wir sollten da keine Probleme groß haben. So, weitere. Franzien hat auch wieder einen Krieg gewonnen. Die breiten sich hier jetzt auch aus. Weiter. Aber gut. Ich halte mich da mal raus. Asturien ist hier wieder auferstanden. Ist aber ein islamischer Staat, so wie das jetzt aussieht. Weitere Fraktion hat sich aufgelöst gegen uns. Er will immer noch Schottland hier. Mhm. Oh, ich habe Norwegen geerbt. Alles klar. Gut, dann müssen wir da wahrscheinlich jetzt wieder vergeben. Und wir müssen schauen. Da kann man Vasall noch verleihen. Der ist da unten. Wo ist denn Norwegen? Ist eine Skandinavierwahl in Norwegen. Aber es hat sich wahrscheinlich jetzt aufgelöst, oder? Königreich England, Irland. Nee, aber es stand doch gerade, wir haben Norwegen geerbt, oder? Ja. Okay, dann lassen wir mal die Königreiche anzeigen. Ja, habe ich jetzt. Gesetz ist doch da. Skandinavierwahl. Nein, ist es nicht. Okay, dann müssen wir das machen. Natürlich. Und hier auch natürlich unseren Tjörbjörn reinnehmen. Er ist schon auf Rang 1. Okay, dann lass mal laufen. Sehr schön. So haben wir Norwegen wieder zurückgekommen. So, jetzt haben wir hier aber zwei Besitztümer, die wir nicht brauchen, ne? Was haben wir denn jetzt? 9 von 7. Kann sie switchen? Hier unsere Königin. Ja, da müssten wir einen mehr machen können. Hm? Nein. Hilft nichts.
Okay, dann können wir sie wieder auf Herrscher helfen machen. Oh, Kräuterkundler. Pflanzen, Blume. Ja, dann werde ich halt Kräuterkundler. Alles klar, kein Thema. Okay, die hier müssen wir vergeben. Die Frage ist nur an wen. Natürlich Söhne eigentlich wieder. Ja, lassen wir es ihm. Unserem Sohnemann auch wieder. Sehr schön. Okay, hier gibt es schon wieder Affäre, ne? Herzog Volki, okay, das sind Herzöge. Die sollten uns gutes Geld geben. Ich kann wieder eine Jagd veranstalten. Brauche ich die? Ja, die wäre auch gut. Okay, die gibt einen Honi. Er gibt einen Honi. Sehr schön. Ich kann wieder übertragen. Mache ich. Die Vasallen in die richtigen Herzogtümer. Okay, hier ist jemand groß geworden. Auch sehr gut. Okay, jetzt haben wir wieder Kohle. 300. Der Irren kann heiraten. Ist natürlich auch ein Genie. Schauen wir mal, ob Bündnis macht. Das wäre. Glaube, brauchen wir nicht. Fraktion. Ich lasse mal kurz langsamer laufen. Lösegeld fordern, annehmen. So. Vererbliche Eigenschaft. Haben wir einen Genius irgendwo? Die Anna ist zum Beispiel sehr intelligent, polabisch. Eine Amazone, hübsch. Amazone, sehr hübsch. Hier hätten wir sogar ein Bündnis mit Lappland. Ja, die ist zwar älter, aber ich glaube, mit Lappland uns noch ein wenig enger zu stellen, klingt doch ganz gut. Nachwuchs gibt es eh genug in unserer Familie. Ausgezeichnet. Der andere Öhren kann auch noch heiraten, aber eine Enkelin ist schlecht. Inzucht machen wir nicht. Eine hübsche Estin. Die Anna, polabisch, wespisch. Was gibt es noch Schönes hier unten? Das ist auch wieder eine Enkelin von uns. Das bringt uns nichts. Ist irgendwo ein Genius unterwegs da unten? Nee, alle hübsch, 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 hübsch. Dann nehmen wir die erste hier irgendwo. Wo war sie denn? Die Intelligente oder eine Amazone mal rein. Estnisch ist sogar unser Glaube. Dann machen wir doch sie. Okay. Ich werde die Jagd veranstalten, einfach damit wir wieder unter die Anspannungsstufe kommen. Schnee. Mein Hund flippt gerade aus. Kleinen Moment mal. So, die Jagd. Mein Sohn Prinz dann sieht das Tier zuerst, kann man nur schwer von ihrer Umgebung entscheiden, aber das Tier beobachtet uns aus dem Dickicht. Ich sehe ihm in die Augen und fast scheint es, als könne meine Absichten spüren, denn plötzlich läuft er los. Wir reiten. Wir reiten. Jetzt sterbe ich wahrscheinlich. Bildungsvorzug haben wir wieder freigeschalten. Abtrünniger. Bildung pro Hingabestufe. Ich mache mal Abtrünniger erstmal. Und zwar einfach wegen den Kosten für die Überzeugung. Dann geht das nämlich um einiges schneller. So. Jetzt gucken wir mal hier, Wales. Können wir schon den Krieg wieder erklären? Er hat keine Verbündeten. Und dann würde ich doch das nächste Herzogtum nehmen hier. Ah, das sind zwei noch. Königreich. Kann nur einmal im Leben. Haben wir schon, ne? Oder? Ja, um Wessex war das, das Königreich. Okay, ja gut, dann hilft es uns nichts, dann müssen wir es einzeln machen. Gut, ich kann den Krieg aufrufen und dann gehen wir aber gegen die kompletten Katholiken. Das würde ich jetzt nicht machen. Ein guter Schuss, wir haben es erwischt. Dann machen wir doch das Herzogtum, aber gleich das Gwynedd erstmal.
Krieg erklären. Pause. Sammelpunkt. Hier. Alle ausheben. Wer ist da denn? Der Herzog von De Bath. Der ist aber stark auch. Crazy. Okay, wir gehen gestärkt nach Hause zurück. Wunderbar. Habe ich Probleme mit meinen Vasallen? Eigentlich nicht, ne? Die sind alle ziemlich happy. Da müssen wir nichts unternehmen. Wir sind überall auf Platz 1 immer noch. Ja, sehr schön. Okay, hier gibt es was vom Glauben. Der Alpha steigt. Sehr schön, dann geht die Bekehrung noch schneller. Du bitte dahin. Du bitte dahin, du bitte dahin und du bitte dahin. Sind alle ausgehoben? Seine Truppen sehe ich jetzt gar nicht, aber gut, da warten wir einfach mal ab. Obgleich mir seine zahlreichen Versuche, meine Gunst zu erschleichen, nicht entgangen sind, bin ich nicht sonderlich erbaut von seinem plötzlichen Interesse an mir. Und ich werde das Gefühl nur los, dass die Absichten von Jarl Geier nicht lauter sind. Was sage ich denn zu ihm? Ciao, oder? Ja, oder Freunde werden. Freunde werden wäre natürlich gut, ne? Aber das hat uns halt wieder Anspannung gekostet. Jetzt macht aber nichts. Gedanken niederschreiben. Jep. Dann schreiben halt unsere Gedanken nieder. Wo bist du denn? Sag mal, hast du keine... Doch, hier. Ja. Hier drüben hängst du ab. Naja, dann geht ihr mal aufs Meer und fahrt hier hin. Hier können wir dann abspalten, wenn seine kompletten Truppen gerade da drüben sind und weiter belagern. Hier genauso. Und hier hin. Jep, passt. Benachbarter Herrscher hat wieder Krieg gewonnen. Haben jetzt aber gerade nicht geguckt, wer es war. Wir verdienen natürlich. Wir verlieren so viel Geld wieder, ne? Oh. Nicht so tolle. Ich meine, wir können die Armeen dann auch auflösen wieder. Nehmen wir mal so viele, wie zum Belagern notwendig sind. Du ziehst in die eigenen Gefilden zurück. Der haut schon ab. Ich verfolge ihn gleich. Okay, dich löse ich auf. Okay, dann sind wir nur noch bei minus 30. Ist trotzdem noch sehr, sehr viel. Die 2000 Mann gehen auch zurück und auflösen. Ja, hier oben habe ich ihn. Die spalten auch nochmal ab. Und next. Kampf hier oben. Sieht gut aus. Das ist der König. Vielleicht nehmen wir ihn gefangen. Dann hätte es sich gleich erledigt. Ne, er lebt noch. Wird sich jetzt zurückziehen, schätzungsweise. Ne, dann komm hierher und löse dich auf, bitte. Ja. Die Armee muss erst weg. Okay, dann machen wir das so. Du löst dich auch auf. Wir haben noch genügend Truppen hier unten. Mehr als genügend. Du spaltest dich ab, gehst hier hin und wartest, ob er hier anlandet. Ich weiß nicht, wie er sich zurückzieht. Okay, hier ist schon wieder irgendeine Affäre. Sperren wir natürlich ein, gibt uns Kohle. Wo sind die Gefangenen? Kann sich es nicht leisten, okay. Kann es sich auch nicht leisten. Das können wir sehen. Und die Vasallen hier. Bedenkt gerade einen Vorschlag? Ja, dann beende diesen Vorschlag halt. Jetzt. Lass mal dich auch wieder frei. Du löst dich auf. Sehr schön. Wo ist denn er jetzt hin? Jetzt hockt er hier oben rum. Okay, das ist egal. Alle Belagerungen laufen. Weißer Friede.
Nein, danke. Eine Nebenlinie erschaffen, das Siegburn. Okay. Alles gut. Okay, jetzt verlieren wir nur 0-2. Das können wir uns leisten. Ich weiß nicht, ob er nochmal überhaupt reinkommt. Oh, ich bin gestorben. So, jetzt ist soweit. Als Turban fortsetzen. Yes. Kultur überhaupt, Dynastie überhaupt. Neuer Spielerbe ist Bruder. Okay. Ich glaube eher, dass wir das auf den Sohn übertragen, natürlich dann. Aber das gucken wir uns mal an. So, was kann unser Cleaner hier? Jetzt haben wir auf jeden Fall andere Domänen. St. Andrews, hier oben Aberdeen, Kalmar haben wir wieder. Okay. Dann fehlt dann die St. Johnson, Höxby. Okay, die gehören uns. Sehr schön. Ich habe keinen Lebenswandel gewählt. Ah ja, okay, er ist Diplomat. Das ist sehr schön. Wow, und er ist schon Patriarch. Das bedeutet für uns fruchtbar, Anspannungsverlust, enge Verwandtschaft, Hausmeinung. Das ist schon mal sehr gut. Okay, jetzt ist die Frage, auf was wir gehen. Fruchtbarkeit brauchen wir nicht, ist ja schon durch hier hinten. Außenbeziehungen, Diplomatie plus 3. Oder mit Prestige verbunden. Ich mach's mal mit Prestige verbunden. Genau. Sehr gut. Dann müssen wir den Rat neu besetzen. Da sollten wir jetzt darauf achten, dass wir die mitnehmen, die auf jeden. Okay, erstmal den Vasall verleihen, der hier noch nicht uns gehört. Kaiser den Krieg erklären. Franzien, okay. Vaster Örn, das ist mein Sohn, oder? Der unser Erbe wird. Ja. Okay. Der braucht auf jeden Fall eine gute Frau hier. Die Anna, auch eine intelligente oder eine wunderhübsche. I don't know. Ja, ich denke, das wird's. Oder halt doch nicht der. Ich mach das mal. Scheiß drauf. Okay, ich kann ein Bündnis aushandeln. Das machen wir auch. Ich kann auch Lösegelder fordern. Das ist egal gerade. Meinung erhöhen. Okay, wenn wir es machen können. Gemeindekontrolle ist schlecht in Möhre. Hier, okay. Gut, da brauchen wir aber erstmal einen Rat dazu. Mächtiger Vasallen verlangen Ratsposten. Okay, was kannst du? Wer ist denn das Beste für was? Sie ist auch eine 15erin, eine 9erin, eine 10er Ränkelspielerin, eine 12er Diplomatin. Okay, dann machen wir doch sie zur Diplomatin, auch wenn sie viel schlechter ist als der Rest. Aber sie wird eh hier gleich angezeigt. Nochmal. Da wird sie angezeigt, genau, zuweisen. Dann brauchen wir den König Niklas. Yep. Ratsmarschall. Die Prinzessin von Norwegen. Das ist eine Zwölferin. Sind etwas schlechter natürlich, als wenn wir hier die anderen nehmen würden. Aber es hilft ja nichts. Dibbenbarth. Ja, sie braucht auch was. Okay, dann sind die hoffentlich. Jetzt ist nur sie. Hat nichts, meine Schwägerin hier. Aber sie kann halt auch nicht wirklich was. Ich könnte ihr ein Geschenk schicken oder ein Bündnis. Machen wir doch ein Bündnis. Okay. Dann, du, sind alle noch dabei. Sussex ist eigentlich dann wurscht. Das gehört uns nicht mehr. Das gehört jetzt unserem Sohn, oder? Wem gehört das jetzt alles hier? Bruder. Okay, das hat unser Bruder geerbt. Ich sollte auf jeden Fall gleich auf eine Pilgerreise gehen. Ich bin ja eh nicht mit im Kampf. Ich kann Champions einladen. Okay. Festmahl ist wichtig erstmal.
Machen wir das. Okay, dann können wir weiterlaufen lassen. Ich habe gar nicht viel verloren. Es ist alles noch im Lot, glaube ich. Wunderbare Neuigkeiten. Okay, Bündnis geschmiedet. Bündnis geschmiedet. Der Sohn hat geheiratet. Sehr schön. Wo sind die? Die gehen hier aufs Meer. Sollen sie mal tun. Belagerungen laufen. So, jetzt müssen wir Nachfolger nominieren. Eigentlich der Sohn, ne? Mein Sohnemann. Alle für meinen Sohn, bitte. Welch ein schöner Abend. Ein Champion ist da. Neuer Erbe. Okay, beim ersten hat es schon funktioniert. Hier auch, bitte er. Und dann haben wir hier noch auch er. Okay. Gut. Die Lösegelder. Sollten wir machen. Bei allen, die viel bringen. Ist hier irgendwas mit Lösegeld Problem? Nein. Okay, die kann sich halt gar nichts leisten. Aber er hier. Ich nehme das auch mal mit. Die kann hier rüber. Sie damit rein. Bemerkenswerter Gast. So, das Festmahl ist durch. Ich hoffe, das hat es jetzt gebracht. Kleiner Hafen in St. Andrews gebaut. Ich habe Anspannung wie Sau. Das muss ich beheben. Ein Zehner können wir hier noch machen. Nochmal ein Zehner. Besser als nichts. Neuer Erbe. So, wo sind wir denn jetzt was? Reicht noch nicht, aber gut, es wird mit der Zeit hoffentlich werden. Da ist er Rang 1, da ist er Rang 1, da ist er Rang 1. Schottland ist er Rang 3, England ist er Rang 2, Norwegen ist er Rang 1. Okay. Skandinavien ist er noch auf dem zweiten Platz. Schauen wir mal, ob wir jetzt schon Druckmittel irgendwo haben. Nö. Wir müssen einfach warten, bis die Vasallenmeinungen steigen und dann wird sich das auch regeln, denke ich. Wie steht es denn mit mir überhaupt? Ich kümmere mich um sie natürlich. So, ich bin Patriarch, ich bin vernarbt, okay. Ich bin 23er Diplomat, 14, 16, 12, 15, das ist sehr gut. Ich habe mega viele Perks hier, okay. Nur Anspannung habe ich halt ein bisschen, ne? Hast du eigentlich dann, genau, du sollst bitte nette Söhne zeugen. Dann lassen wir mal weiterlaufen. Nächste Belagerung hier ist fertig. Geht damit rein. Wo sind die denn hingefahren? Irgendwo müssen die doch rumdüsen. Ah, hier landen sie jetzt wieder an. Whatever. Belagert euch. Bis dorthin ist das hier alles vorbei. So, die Jagd endet. Ich bin aber immer noch angespannt. So, Kind unterrichten. Neffe, Nichte. Ich stimme meinen Neffen unterrichten. Bringt mich ja auch weiter. Und stärkt die Beziehung zu meinem Bruder. Die Titel, die wir schaffen können, das greifen wir auch gleich an. Jetzt machen wir erstmal den Krieg fertig. First Choice Krieg. Gräfin Kenner hat Polnisch gewechselt. Okay, Belagerung gewonnen. Die nächste. Belagerung gewonnen. Die nächste. Können wir auflösen? Können wir auflösen? Ja. Okay, das war der Krieg. Forderung erzwingen, so sei es. Alle auflösen. Jarl Gorm ist euer... Ah, der hat sich hier mit einem Druckmittel rein. Kann der wenigstens was? Ja, okay, der ist ganz gut. Dann soll es halt bleiben. Was ist das?
Oh Gott, ich bin über du Mensch, weil das können wir jetzt alles, ne? Das sollte man natürlich nicht behalten. Fürstentum Gwynedd. Übernehmen. Das übernehmen wir. Und wir vergeben es direkt an meinen Sohn, Neffe, meinen anderen Sohn. Ja. Alles klar. Gut, er hat es jetzt alle bekommen. Zu viele Herzogtümer habe ich das schon vergeben. Kleinkönigreich Gwynedd an meinen Sohn. Wo ist er denn? Das ist ein Kleinkönigreich. Aha. Lass mal hier. Das ist mein Sohnemann, ne? Genau. Der kriegt es dann halt. Titel vergeben. Kleinkönigreich Gwynedd. Sehr schön. Ihm einen Ehepartner suchen. Nehmen wir diese Anna. So. Niedrige Gemeindekontrolle war hier noch, stimmt. Die ist aber noch in Sussex beschäftigt, 8 Monate. Was uns allerdings nicht mehr gehört, ne? Das ist eigentlich Schwachsinn, da jetzt weiterzumachen. Ich sollte hier oben gucken, dass da friedlich ist. So, sonst weitere Titel schaffen. Herzogtum York sollten wir auf jeden Fall auch schaffen, wenn wir die Kohle haben. Jo. Also er verdient auf jeden Fall besser als der Daddy, gell? Er hat wahrscheinlich hier schon einiges ausgebaut. Das finde ich gut. Ja, die sind ganz gut entwickelt. Sehr schön. Gut, da müssen wir dranbleiben auf jeden Fall. So, dann hier. Beeinflussen Komplott ist Schwachsinn. Monatliche Prestige pro Ritter. Nehmen wir das. So, und weiter geht's. Pilgerreise unbedingt. Ab nach Paderborn. Jetzt bin ich erstmal verschuldet, macht aber nichts. Dieses Königreich Wales hier. Ich meine, ich müsste eben doch den Titel eigentlich schon abnehmen können. Oder nicht? Jetzt hier gibt es ein paar Fraktionen, ja. Das ist der König von Litauen. Aber gut, die sind alle noch im Lot. Er wird mitfühlen, unser Sohnemann. Das machen wir mal. Okay, jetzt haben wir unsere Anspannungsstufe verringert. Das hat zu unserem Charakter gepasst, deswegen ist die nach unten gegangen. Lösegeld. Nehmen wir halt die 12. Ausbildung endet von Tortil. Okay. Der ist gut, ne? Alles klar. So, meinem Sohn muss ich unbedingt verbieten, hier zu kämpfen. Der soll bitte definitiv nicht kämpfen. Nicht, dass er uns noch wegstirbt hier irgendwo. Die anderen können alle. Wo ist er denn? Der ist wahrscheinlich nicht so gut, oder? Vasall, 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 Vasall. Höfling. Gott, haben wir viele. Krass. Wo ist denn mein Sohnemann? Mein Freund, Spielerbe und Vasall, achso, das ist der Herzog Ingvar. Interessiert mich nicht. Nö, mein Sohn ist da gar nicht drin. Okay, fein. Umso besser. Kann ich den Titel von ihm nicht wegnehmen? Wessex? Nee, reicht es noch nicht für den, dass ich das Königreich übernehme. Doch. Übernehmen. Achso, der hasst uns. Deswegen kann ich es da nicht. Vasallen. Der Prinz Witzlaff und der Prinz Jakob sind Vasallen, aber da verlieren wir. Okay.
Pilgerreise ist beendet. Okay, let's see. Das hier unten, ne? Die ganzen Besitztümer, aber macht ja nichts. Okay, was ist das? Ihr hattet den Spitznamen das Dänenblut. Ihr hattet Königreich von Danelag. Was ist denn das Königreich von Danelag? Wo ist denn das? Nicht erstellt. York, okay. Königreich Danelag, Königreich von Danelag wird Skandinavia-Wahlnachfolge erhalten. Königreich von Danelag wird vernichtet. Ach so. Können wir England vernichten? Von mir aus machen wir das halt. Ein neues Zeitalter bricht an. Sehr schön. Okay, da brauchen wir auch einen Nachfolger. Natürlich meinen Sohn. Wo ist er denn? Zack. Ach, der Prinz, sind ein paar Grafschaften, die wir hier verlieren. Okay, das spielt keine Rolle. So, gut. Ja, dann sind wir am Ende der Folge angekommen hier. Läuft ganz gut. Verdienst ist gut. Wir bleiben im Frieden erstmal. Wales vernichten wir, sobald wir können. Und Friesland ist auch definitiv Target als nächstes. Das Eckchen hier noch einnehmen. Und dann sieht das doch ganz gut aus. Britannia ist schon vernichtet hier. Franzien traut sich keiner, aber die sind ja auch stark. 11.000 Mann. Und noch verbündet hier mit Britannien, neben mit Bulgarien und so weiter. Okay. Da müssen wir ein bisschen warten, bis wir noch stärker sind. Okay. Päuschen, ich danke euch fürs Zuschauen. Lasst gerne ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Und natürlich gerne den Abo-Button drücken, wenn ihr mehr sehen wollt. Jo. Danke, danke, danke. Und bis zur nächsten Folge.